Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Smart, ja, oder Samad, wenn man es so ausspricht, 2 PTS 11 Smarad an. Ja, das ist mal ein toller Name. In der Version 1.0 kommt von FSSA Modding, ja, und gibt es nur für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Anhänger. Ja, hier haben wir das Ganze. Hier oben steht jetzt CapMat mit drin, ne, also mit C statt mit S, aber okay. 2 PTS 11 Smarad. 12.200 Liter standardgemäßes Volumen, 12.800 Anschaffung, 652 im Leasing. Mit Konfiguration und Design habt ihr zwei Config-Blöcke, ebenso könnt ihr die Hauptfarbe, die Felgenfarbe und die Designfarbe ändern. Dabei ist zu beachten, dass die Hauptfarbe unten das Gestell ist, Felgen sind Felgenfarbe und die Designfarbe dementsprechend das da oben, ne, ganz klar. Konfiguration haben wir einmal 12.200, dann haben wir 15.800 und dann 21.200 Liter. Ja, der Aufbau ändert sich da schön und ist auch recht günstig, muss man sagen. Design PTS 11 und PDS 12, da ändern sich in dem Fall hier einfach nur die Decals. So sieht das gute Stück aus, ich habe euch mal alle drei Configs dahin gepackt. Prinzipiell haben wir hier Reifen von, naja, um ehrlich zu sein, ich kann es nicht lesen, weil das hier so unten so Dings ist. Allerdings sehen die gar nicht so verkehrt aus, das passt. Die Decals selber ist natürlich wieder am feinsten Kyrillisch geschrieben. Sehen daher aber trotzdem toppi aus, das muss man sagen. Das passt soweit, auch hier die 11. Alles ohne Probleme. Was das hier so genau ist, weiß ich nicht. Ob das ist im Endeffekt ein Aufdruck von einer Kette. Aber entweder sollte es mal eine richtige Kette darstellen oder es ist halt wirklich nur dann beim Aufdruck gelandet. Ansonsten vorne halt Anschluss, logischerweise Kabel, kommen wir später noch dazu. Wir haben überall Kollision, sprich wir glitschen nirgendwo raus, das ist sehr schön. Hier beim zweiten Aufbau, jetzt in dem Fall haben wir Rot gewählt, das sieht man dann auch besser, ne, dass wir hier das Materialsystem haben. Ansonsten deckeltechnisch alles das gleiche in grün und auch hier überall Colli drin. Und zu guter Letzt der größte Aufbau, wo wir dann oben das Gitter mit drauf haben. Auch hier überall Kollision, wir glitschen nirgendwo durch, also texturtechnisch gesehen, ja, top, wüsste ich jetzt nicht, was ich dagegen sagen sollte, ne? Hinten im Eckbereich halt noch Bremslichter, Blinker, ne? Das Übliche, ne? Hier sieht es einmal so aus, dann sieht es hier so aus und hier haben wir dann logischerweise nichts dran, weil hinten offen. So, habt ihr mal was vorbereitet, ne? Ganz klar. Ihr seht, dynamische Kabelschläuche sind da, Anschluss passt da unten auch wunderbar dran, ohne Probleme. Ansonsten Blinker funktionieren, genauso wie Bremslichter und Co. Das ist alles fehlerfrei. Ansonsten haben wir dann, wenn wir noch einmal hier im Shop schauen, alle, was die Standard-Map so bietet, was eingelagert werden kann. Wenn ihr auf einer Multifrucht-Map unterwegs seid, müsst ihr dann schauen, ob da eure gewählten Dinger auch mit dabei sind. Wenn nicht, müsst ihr sie halt manuell irgendwo nachtragen. Ne? Ist ja ganz klar. So, ihr seht jetzt hier schon, ich sitze jetzt hier unten drunter und es passiert nichts. Warum? Nun, wenn mir einmal, ich kaufe mir mal hier noch dieses wunderschöne Cheat-Silo, wenn wir jetzt einmal hier unten drunter fahren, werdet ihr relativ schnell merken, dass wir mit diesem Aufbau, diesem großen Aufbau, auch nur die jeweils gewählten Sorten, wie sagt man so schön, handeln kann. In dem Fall Silage, Häckselgut, Heu, Gras, Stroh. Alles andere ist dann nicht möglich, was zwar hier nicht damit angegeben worden ist, ne? Also hier, weil hier kann theoretisch alles gemacht werden, was aber trotz all dem realistischer ist. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal noch Durchglitschereien, zwar nur auf der linken Seite, aber das glitscht da leider Gottes etwas durch, was nicht sonderbar schön aussieht. Wenn wir dann einmal das Ganze hier abladen, man achte nochmal kurz auf die Details. Seht ihr das hier? Zack. Dann geht das nach unten und dann fällt der ganze Spaß hier an Silage auch raus. Wird angehoben. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier vorfahren. Weil so, ne, so mehr das dann wird, desto eigenständiger blockiert das Ganze, nenne ich es einfach mal. Weil die Klappe halt nach hinten nur so ein Stück aufgeht. Und das lässt sich in dem Falle bei dem Modell auf jeden Fall nicht ändern. Sprich, da müsst ihr immer zusehen, dass ihr da, wie soll ich sagen, in einer gewissen Spannung seid. Also nicht Spannung, sondern ne, ihr müsst halt Gas geben, ansonsten fliegt euch das Ding halt
im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen um die Ohren. Dank der wundervollen Physik manchmal. So, und dann natürlich bei den zwei anderen Aufbauten. Die platze ich jetzt mal hier hin. Da können wir wiederum alles mit verwenden, was wir verwenden können. Demonstriere ich jetzt mal hier am zweitgrößten. Und da sieht das Ganze dann auch schon ein bisschen anders wiederum aus. Weil hier geht die Klappe nach oben weg. Sprich, die wird euch beim Abkippen nicht auf den Sack gehen. So, füllen wir mal hier ein. Auch Silage. Also, wo fangen wir da jetzt mal am blödesten an? Am besten ganz vorne. Ne, seht ihr hier Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen, bla bla bla. Ne, ihr könnt da halt alles mitnehmen, was ihr eben so kennt. Ne? Füllen wir den ganzen Spaß ein. Mal hier mit Weizen. Zack. Und schon seht ihr hier, klitscht nichts mehr raus. Dann ist die Kobi aus. Und auch hier unten fällt das dann so hinab. Und blockiert euch dann auch eigenständig nicht. Ne, ihr seht, es kommt nie nach unten ran. Obwohl es auch nicht ganz aufgeht. Das liegt halt mit dann an der Silageplane. Ne, das ist ja aber mittlerweile bekannt. Ja, ansonsten Thema Lok sieht so aus. Ist sauber, kann man sich also gönnen. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, denkt immer dran, beziehungsweise passt halt auf, wenn ihr das ganz große Ding nehmt, dass ihr da nur die Silage-typischen Dinger mit reinhauen könnt. Ansonsten passt das soweit alles. Ich bedanke mich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace and out.